Ja, vielen Dank, dass ich noch einen Text machen darf. Es bedeutet mir sehr viel. Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um über mein neues Buch zu reden. Es ist ein sehr gutes Buch, ich habe es selber geschrieben. Und der Text, den ich in der Vorrunde gebracht habe, ist da auch drin. So wie der folgende, wenn man ihn so wie ich vorher hineinlegt. Ich weiß, ich bin nicht so schön wie Rubin Meserosch. Und ich kann auch nicht so große Gesten machen und... Aber ich kann ein bisschen Schwäbisch. Na gut, nur einen Satz. Und zwar, so ist Leben, mal ist bergig, mal ist Eben. Ich mache jetzt ein Experiment. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Aber ich werde öfters gefragt. Na gut, eigentlich werde ich das nie gefragt. Aber manchmal sagen Leute so, mach doch mal was Ernstes. Mach doch mal was Ernstes. Und dann, ja gut. Setze ich mich hin und schreibe etwas, das da heißt, was Ernstes. Oder wenn ein Er zu dem Wir dazukommt, wird es wirr. Du und ich, wir, das da zwischen uns. Es ist nicht mehr da. Es ist weg. Dabei waren wir uns so nah. Wir passten zusammen wie zwei beliebige Leute aus Kam. Nein. Also ich muss dazu sagen, ich streue immer so Gesten ein, völlig sinnlos. So. Das ist das Donut-Zeichen oder das heißt M auf Waldorf-Schülersprache. Genau. Wir passten zusammen wie ein zweihöckriges Kamel und ein einhöckriges Dromedar, wenn sie seitlich liegen und sich dann mit ihrem Rücken aneinander schmiegen. Yeah! Yeah! Das ist Tetris mit Tieren. Und auch nicht besser, als sich in deinen Augen zu verlieren. Wir waren heißer als heißgemachte Bohnen und steckten unter einer Decke, so wie die da oben. Wir waren glücklich, unsere Mundwinkel zeigten in die Sternennacht, wie bei Angela Merkel, wenn sie einen Handstand macht. Was auch irgendwie ziemlich lustig aussähe. Und darauf reime ich jetzt Täterätätä. Denn das flüsterte ich dir damals verträumt in dein Ohr. Baby, blas mir doch einen Song auf der Trompete vor. Du standest auf keinem Schlauch, außer auf meinem Wow. Es war ziemlich funky wie ein unerwarteter Applaus, den man davor nicht auf eine ziemlich aggressive Art und mit viel Ach und Krach eingefordert hat. Wir arbeiteten an uns wie ein Schrottplatz-Step oder Passauer Studenten für ein Softball-Set. Was geht eigentlich mit denen? Boah, Kleinodbewerbung, so ein blödes Wort. Naja, aber wir klebten aneinander am Abend und am Tag wie ein irrsinniger Typ in einem Kernspintomograph, der seine Piercings nicht rausnehmen mag. Was blöd ist, wegen der elektromagnetischen Eigenschaft des Kernspintomographen, denn diese rupft den Piercing einfach raus aus der Haut. Aua, aua, aua. Steht da wirklich so, keine Ahnung. Wir stritten uns sehr wenig, nämlich nie. Und konnten uns Kinder vorstellen, wie ein Pädophiler mit Fantasie. Wenn man bei Rihanna ein paar Dinge verwechselt und ein C reinsteckt, ist das Anarchie.
Doch jetzt ist es kompliziert wie eine dezidierte Meinung und ich verstehe es nicht, als wäre es eine doppelte Verneinung. Jetzt fühle ich mich nicht leer wie kein Buch ohne Buchstabe. Ja, insgesamt ist es ziemlich schade. Es ist komisch, wie wenn man in eine Pizzeria schnellt und dann nur einen kleinen Insalata Mister bestellt. Es ist traurig wie ein Gedicht, das von Trauer handelt oder ein Marmeladenbrot, das auf der Marmeladenseite landet. Das mit uns ist so vorbei wie die Jahreszeiten zu viert. Ich sehe kaum noch deine Nippel wie bei einer Frau, die selten demonstriert. Deine Küsse schmecken fad wie ein Käse, der nicht stinkt. Es hat keinen Sinn, wie wenn man Muscheln zu einem Strand mitnimmt. Es hat wirklich keinen Sinn. Und sich dann unter einem Sonnenschirm sonnt oder bei Warten auf Godot die Rolle von Godot bekommt. Erst sagst du, ich sei ein homophober Arsch und dann verlässt du mich, nur weil ich jemandem einen gehobelt hab. Dir kann man es halt auch nicht recht machen. Fotze. Unsere Beziehung zerbrach mit einem Klirr. Ich sag ja, wenn ein R zu dem Wirr dazukommt, wird es Wirr. Und da stehst du nun im Regen, der auf deine Wangen fällt, die dadurch aussehen, als hättest du Tränen darauf, die man allerdings nur mit einem geschulten Auge vom Regen unterscheiden kann. Es macht Pitschpatsch, Pitschpatsch. Ein bisschen Silber, ein bisschen Feenstaub, ein bisschen Glitzer. Und ein Pinguin, sagst du, ist doch auch nur ein kleiner Vogel, der witzig läuft und nicht fliegt. So ein Trottel. Aber du und ich, wir haben unsere Flügel schon lange nicht mehr ausgebreitet. Zweiter Teil. Die Postmoderne überfordert mich. Wir haben so viele Möglichkeiten. Was ist bloß los mit unserer Generation? Alles ist so monoton und überhaupt nicht polychrom. In der Serengeti stirbt eine Hyäne, in meinem Kühlschrank läuft der Joghurt ab. Und ich denke mir nur so, fuck. Hörst du das knurpselige Knarzen der Knirpse beim Quarzen? Bringen dich die rumpeligen Schrammeln beim Schranzen zum Schnarchen? Etwas ist komisch. Die Welt geht unter und wir machen den Ententanz. Mit einem Lächeln im Face. Quack, quack, quack. Und ich denke mir nur so, fuck. Du und ich, wir sind Pompeji, Kommerz ist das Magma, alles geht kaputt mit einem Bombchicka-Waba. Vielen Dank.